Shit. Ich könnte dorthin. Leider nicht. Zumindest sehe ich da keine Chance zu. Das heißt laufen. Aber macht ja nicht ganz so viel. Ist ja nicht ganz so schlimm. Ah, okay. Geht also auch bei einem Assassinenturm. Das ist gut zu wissen. Für die Zukunft. Wir klettern hier jetzt hoch und springen auf der anderen Seite wieder runter. Mission, einen Priester zu eliminieren, war erfolgreich. Geil. Sehr, sehr geil. Oh, Sarto. Wird natürlich gekauft, der Schneider hier. So, wenn ich gleich nochmal an der Bank vorbeikomme, das wäre echt geil. Nur die beste Kleidung hier. Seide und eingewobenes Leinen. Die anwesenden Nonnen abschlachtete. Halten Sie T-Wende, um alle Wachen zu töten. Geil. Okay, ich kann T gedrückt halten. Ah, dann machen die so einen Bogenschützenangriff. Nice. Das finde ich geil. So, hier ist eine Bank hinter, ne? Hopp, unnötigerweise kletter ich jetzt hier komplett hoch, um wieder runter zu springen. Aber das ist meine Entscheidung. So, hoffentlich bin ich hier jetzt auch richtig. War ja klar. Juhu! Ich glaube, ich sollte mich auch besser. Ich freue mich so. So, Bankier. Spielergeld 8000. Geil. 12000 haben wir damit wieder. Das heißt, wenn wir das nächste Mal auf Leonardo treffen, deutet das mal wieder auf ein fettes Upgrade hin. Oh, ja. Ein Pferd hole ich mir natürlich auch. Dass ich dann hier auch gleich stehen lassen kann, weil ich damit, glaube ich, nicht hier rüberkomme. Ich habe tolle Metallarbeiten hier. 17 Schmiede gibt es, Alter. Hat jemand meinen Assistenten gesehen? Eben war noch da. Juhu! Was für ein Todessprung. Gut, wir müssen hier lang. Ich glaube, ich probiere das da dann mal aus mit T gedrückt halten. So einen geilen... Allerdings gehe ich vorher hier hin, weil eine ist ja noch aufgestiegen, eine Assassine. Ja, alle Nachrichten können wir erstmal überspringen. Assassine. Genau. Ich würde sagen, den trimme ich auf Waffen. Schiavona, die kennen wir ja auch. Ich bin mal gespannt, was die letzte Waffe ist. Das hätten wir geklärt. Einen kann ich noch losschicken. Den hier, denke ich mal, wenn ich da was Passendes für finde. Da gibt's neun. Nee. Barcelona. Schwierigkeit 1. Auf Reisen gehen. Ja. Der darf die Mission einmal machen. Und dann... Da oben ganz, wie komme ich denn da jetzt hoch? Signoria Cesare Borgia hat für denjenigen eine Belohnung von 50. Okay, ich will kurz zuhören. Ausgesetzt, der den Assassinen Ezio Auditore da Firenze der Gerechtigkeit zuführt. Ja, die ist, glaube ich, ein bisschen stinkig noch. Und meins. Ha. Huh. Okay, ich glaube, ich muss hier rum, um da hochzukommen. Muss ich sehen. Ja, hier komme ich hoch. Ah, okay, ist eine Sitzbank, gut. Interagieren wir? So, Leonardo. Lass mich raten, du brauchst etwas. Ich brauche immer was.
Ja. Ah, okay. Doppelklinge, Klettersprunghandschuhe, dieser versteckte Handschuh. Ah, der Kletterhandschuh. Giftpfeile verbessert den Mechanismus und erlaubt es das. Giftpfeile verschießen. Beides kann ich mir nicht holen, deswegen erstmal die Klettersprunghandschuhe, damit ich wieder über Abstände springen kann. Ich komme gleich wieder. Gleich wieder am nächsten Tag. Ach ja. Das ist wenigstens realistisch. Dass er da zwar die ganze Zeit sitzt, nicht unbedingt, aber doch, durchaus. Damit ist nun nichts mehr außer Reichweite. Oh ja. Oh, kann man hier gleich nochmal? Ja, dann hole ich mir das letzte auch noch, ne? Was kann ich dir diesmal bringen, Ezio? Na, den Giftpfeil. Giftpfeile verschießen, das ist cool. Das ist cool. Ich muss in meine Werkstatt zurück. Warte hier. Machen wir doch glatt. Hoffentlich ist es dann auch wieder Tag, weil jetzt ist gerade noch Nacht. Sonnenaufgang. Und jawohl. Sehr schön, ich bin mal gespannt. Jetzt haben wir ja alles gekauft, ob es da noch was Neues am Angebot gibt. Und meine Feinde werden fallen. Okay, ich will gucken, ob er noch was hat. Mir fällt nichts mehr ein, was ich dir bauen könnte. Na gut, er geht einfach weg. Da kann ich offenbar momentan noch nicht rauf, aber da gibt es einen Assassinen. Ja, zack, 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 zack. Hab ich vermisst. Ich hab's vermisst. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich verdanke euch mein Leben. Ihr habt gezeigt, was diesen Hunden fehlt. Wahre Führungsqualitäten. Bitte, der hat eine ziemlich raue Stimme. So, das Ziel ist klar. Ah, genau, dadurch können weitere Assassine dann angeworben werden. Juhu! So, der entkommt mir natürlich nicht. Da haben wir ihn! Alter, das ist echt heftig. Alter, verpiss dich! Scheiße, Einrastfunktion wieder hier. Diese verkackte... Boah, diese verkackte Windows-Einrastfunktion. Bam, kriegen die erstmal hier. Bam. Ey. So, du willst auch aufs Mal. So, da haben wir ihn doch. Oh, trete ich in meinen eigenen Assassin. So, was macht die da auf dem Pferd? Okay, was stehen die da einfach nur auf den Pferden so rum? Alter, kann der mal drauf gehen, geht doch. Okay, nice. Da.
Große da? Der Mann scheint mir bekannt. Ey, ich war hier gerade noch am Eliminieren, das ist nicht nett. Ach, Trottel. Alter, tödlicher hier. Eliminierung, tödliche Eliminierung. Auf euch. Sehr schön. Ja, das war doch angenehm. Ja, okay. Das ist natürlich ganz geil mit den Assassinen, dass man sich die rufen kann und gleich so eine ganze Armee. Allerdings gegen eine andere Armee kriegen die natürlich auch aufs Maul und wenn die dann sterben, das ist dann nicht ganz so schön. Deswegen muss ich gucken, wenn die später ordentlich aufgerüstet sind, dann wird das auch egal sein, aber momentan benutze ich dann doch eher, denke ich, den Pfeilhagel. Moment. Okay. Geil. Hoffentlich hast du schon deinen Trick. Los. Okay, okay. Alter, ihr kleinen stinkenden Pissnaken, ne? Das darf nicht wahr sein. Ma. Jetzt gibt's aufs Maul, Junge. Jetzt gibt's aufs Maul. Bam. Schnell, den Weg abschneiden. Ja, versucht es ruhig. Was für eine Frechheit. Geil, aber direkt runtergeholt da. Ja, das ist schon ganz gut. Mal so einen Feind einfach eliminieren lassen, das ist angenehm. Das ist richtig angenehm. Und die kriegen dadurch auch noch Erfahrung und können dann aufleveln und so. Das ist geil. Damit werde ich noch sehr viel Spaß haben. Das weiß ich jetzt schon. So, jetzt erstmal sehen, wie ich da am besten hochkomme. Ich glaube, das ist wieder ziemlich bescheiden. Reitet er gerade weg. Na, willst du wohl hoch? Jawohl, so geht's. Ob die wohl auch dann nachher sowas können? Hm? Die anderen Assassine? Was ist, wenn ich jetzt hier oben einen haben möchte? Na egal, erstmal wird jetzt die Aussicht hier genossen. Eine Runde. Oh, das sieht geil aus. Da hinten das Kolosseum und so. Fette Sache, fette Sache. Und der Borgia-Turm wird abgefackelt. Juhu! Geil. Immer wieder schön mit anzusehen. Okay, interagieren. Was kann ich hier machen? Ah, okay. Geil. Assassine. Ah, sie ist wieder einen Rang aufgestiegen. Dann würde ich sagen, kriegt sie noch mehr Rüstung hier. Plattenpanzer. Diese Rüstung aus Metallplatten kann die Lebenserwartung des Trägers auch in heftigen Kämpfen deutlich verlängern. Nice. Da kriegt sie dann also noch eine schöne Panzerplatte. Und er hier ist auch auf Level 2. Er kriegt auch erstmal Rüstung. Ja. Da wäre ich dann soweit fertig. Dann kann ich noch ein paar Aufträge verteilen, würde ich sagen. Ja. Eine relativ schwierige Mission. 100 EP braucht sie. Nee. Das ist noch nichts. Maulwurf. Okay, das sollte 11 EP.